Mahlzeit, recht herzlich willkommen zum Red Review Videomagazin. Ich bin euer Bro und ich präsentiere euch heute die 10 höchsten Achterbahnen der Welt. Viel Spaß. Ja, solche Videos gibt's ja noch und nöcher, aber diesmal ohne eingeblendete Texte, sondern mit mir, der euch das sagt. Also, fangen wir gleich mal an. Das wird auf jeden Fall heute wieder eine absolute Katastrophe für mich, denn Platz 10 haben wir mit 79 Metern die Bahn Fujiyama im Fujikuland, Fujikyu Highland, whatever. Scheiße, ey. Und das Ganze liegt in Fujiyashida, Yomashida, Japan. Keine Ahnung, ey, sorry. 1998 eröffnet das ganze Ding. Ist damit auch die älteste Bahn in unserem Ranking heute. Länge von 2044 Metern. Die reine Abfahrtshöhe sind 70 Meter. Wir haben 0 Inversionen, fahren mit 150 km/h bei einer Fahrzeit von 3 Minuten 36. Kommen wir zu Platz 9 in unserem Ranking. Das wäre mit 80 Metern Thunder Dolphin im Tokyo Dome City. In Bankoi, Tokio, also der Ortsteil Bankoi in Tokio in Japan. 2003 eröffnet diese Bahn. Echt total krass, ich finde die sieht sehr, sehr futuristisch aus, wie man so schön sagt. Eine Länge von 1066 Metern. Die reine Abfahrt ist hier aber nur 66,5 Meter. Auch wieder mal wie alle anderen, das können wir uns eigentlich sogar sparen, 0 Inversionen. Also die 10 höchsten Achterbahnen der Welt haben keine Inversionen. Ja, und mit 130 km/h geht es 1 Minute und 30 durch den Kurs. Auf Platz 8 mit 93 Metern in Terminator 305 im Kings Dynamite Park, Dorsal, Virginia, USA. Relativ neu noch von 2010 dieser Coaster. 1554 Meter Streckenlänge haben wir hier. Reine Abfahrt von 91,4 Metern, 144,8 km/h schnell und wir haben 3 Minuten Spaß. Ah, Platz 7 ist echt asozial. Wir haben 93,3 Meter diesmal. Leviathan im Canada's Wonderland. Ontario in Kanada. 2012er Anlage. 1672 Meter lang. 93,3 Meter ist auch die komplette Abfahrtslänge. 148 km/h erreichen wir auf dieser Bahn. Und das 3 Minuten 28 lang. 94,5 Meter hat die Millennium Force in Cedar Point. Das Ganze liegt ja in Sandusky, Ohio, USA. Amerika, ey. Ja, Millennium Force 2000 eröffnet. Eine Streckenlänge von 2010 Metern. Reine Abfahrt von 91,4 Metern. 149,7 km/h schnell. Und die Fahrt dauert 2 Minuten 20. Ey, ich weiß noch, früher, als das Ding gerade frisch neu am Start war. Die Bahn war ja das Nonplusultra Quattro überhaupt. Geilste Ding, was es gibt. Bin ich leider noch nicht gefahren. Hätte ich so übertrieben Bock drauf. Wir kommen zur Halbzeit Top 5, Nummer 5. 97 Meter lag die Steel Dragon 2000 in den Himmel im Nagashima Spa Land. Ganze liegt natürlich dann in Nagashima, Kuwanamiya, Japan. Ey, keine Ahnung, wer sich das alles ausgedacht hat. Auch 2000 eröffnet diese Bahn. 2479 Meter Streckenlänge, 93,5 Meter hoch, 152,9 km/h schnell. Und das Ganze dann auch noch 4 Minuten Strecke. Mit 115 Metern auf Platz 4 hat es der Tower of Terror 2 im Dreamworld geschafft. Coomera, Queensland, Australien. Und das schon 1997. Das Ganze ist 376 Meter lang. Die Abfahrtshöhe, die reine, ist 100 Meter. 160,9 km/h werden hier erreicht. Und das Ganze ist leider schon nach 28 Sekunden vorbei. Die Top 3 ist am Start. Meine Güte, das geht ja jetzt hier Schlag auf Schlag. Ja, Platz 3 bekommt man mit 126,5 Metern. Superman Escape from Krypton ist es nämlich geworden. Six Flags Magic Mountain. Valencia, California, USA. 376,4 Meter haben wir auch hier an Streckenlänge. 100 Meter reine Abfahrt und auch 160,9 km/h Geschwindigkeit. Und natürlich dann auch, wenn alle anderen Fakten und Daten gleich sind, ja, 28 Sekunden Fahrt. Ja, dann baust das ganze Ding was höher, fährst nur nicht höher und schon bist du auf Platz 3.
Ja, Cedar Point ist ja schon in unserem Ranking dabei. Und Cedar Point hat auch einen Coaster mit ins Rennen geschickt, der es auf Platz 2 geschafft hat. Topfrill Dragster mit 128 Meter. Wow. Junge, 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 Junge. 2003 eröffnet diese Anlage. 853,4 Meter Streckenlänge. 121,9 km/h werden dort erreicht. 121,9 Meter ist die reine Abfahrtshöhe. Und 193 km/h erreichen wir an Geschwindigkeit auf diesem Coaster. Und wir haben 2 Sekunden länger Spaß. 30 Sekunden Fahrt. Ja, und jetzt kommen wir zum King of Kings, zu Platz 1, zur verdammt nochmal höchsten Achterbahn der Welt, King Dakar. Seit 2005 das höchste der Gefühle. 139 Metern Höhe, verdammte Axt, ist das geil. Das Ganze steht im Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey, USA. Wir haben 950 Meter Strecke. 127,4 Meter ist die reine Abfahrtshöhe. Und Lecco Funny, 206 km/h werden erreicht. Das bläst ja wirklich auch den letzten Müll zwischen den Zahnlücken raus. Aber auch hier nur 28 Sekunden lang. Ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, einen Kommentar oder abonniert direkt den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, denn hier passiert noch sehr viel anderes. Was ist bei euch eigentlich so die maximale Grenze an Höhe? Wie hoch darf es überhaupt werden? Habt ihr da eine Grenze oder ist das wie bei mir, von mir aus bis ins Weltall und noch höher bauen? Das wäre für mich das Nonplusultra. Keine Ahnung. Es gibt ja auch viele, die Höhenangst haben und trotzdem gerne Achterbahn fahren. Und je höher die Bahn wird, brauchen sie einen Abschuss. Vielleicht ist das bei euch auch so. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, gibt es nochmal so ein Ranking-Video mit den schnellsten Bahnen oder sonst was. Müsst ihr wissen. Ich würde gerne ein Video auch noch machen mit den besten Achterbahnen. Dafür brauche ich dann euch. Schreibt in die Kommentare eure Top 3 Rollercoaster weltweit. Und dazu gibt es dann Ende des Jahres das Video, was ihr dann gewotet habt. So, dann wurde ich gefragt, warum es letzte Woche Sonntag kein Video gab. Tut mir leid, ich habe es noch nicht geschafft, ganz viele Videos auf Stock zu produzieren, damit ich immer was hier liegen habe. Und ich war letztes Wochenende, das ganze Wochenende in Dänemark unterwegs und habe es deswegen leider nicht geschafft. I'm so sorry, tut mir leid, kommt hier nicht wieder vor. Ich versuche jetzt mal ein bisschen im Voraus zu produzieren. Ansonsten wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und für die Aufmerksamkeit, für die ganzen netten Kommentare, die ich immer bekomme. Ich freue mich sehr, ich lese alle, ich versuche so viel es geht zu beantworten. Ihr seid echt die geilsten. Danke, ich bin raus, euer Bro. Peace. Und was ich noch erwähnen muss, alle Infos und Bilder, die ihr gesehen habt, sind von rcdb.com. Checkt die Seite mal aus, da gibt es tolle Sachen zu sehen. Gut, das war's dann auch. Viel Spaß noch!